Freundinnen und Freunde der Sterne, es ist Sommer, es ist Urlaubszeit, aber der Kosmos hat schon wieder eine neue Challenge für uns. Krieger Mars gibt einfach keine Ruhe. Diesmal versucht er, Glücksplanet Jupiter auf seine Seite zu ziehen. Die beiden haben irgendwas Großes vor, aber Saturn stellt sich quer und blockiert die Energie. Und wenn ihr jetzt denkt, schön und gut, aber was hat das mit mir zu tun, dann ist das genau die richtige Frage. Denn wie sich das alles für euer Sternzeichen und euren Aszendenten auswirkt, darum geht es in diesem Beitrag. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast mit den Tendenzen im August 2024 für die 12 Sternzeichen und Aszendenten. Unseren Service mit den Timecodes, die zu jedem Sternzeichen führen, findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Scrollt dafür bitte bis ganz unten unter den Horoskope-Shop. Bevor es losgeht, habe ich gleich noch ein Gewinnspiel und einen großartigen Sommerrabatt für euch. Aber zuerst müssen wir über die Challenge des Monats reden. Da ist nämlich diesmal Glücksplanet Jupiter beteiligt. Und wenn der sich mit Krieger Mars zusammentut, dann können wir den kosmischen Wohltäter auch mal in seiner Eigenschaft als blitzeschleudernden Donnergott erleben. Und wenn wir es mit dem Wetter vergleichen, dann braut sich vom 10. bis zum 20. August ein ziemliches Gewitter zusammen. Höhepunkt ist der Vollmond am 19. August. Das kann durchaus ein reinigendes Gewitter sein, aber ein Spaziergang wird das nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, welchen Service kann ich euch bieten, der euch da wirklich weiterhilft? Am besten unseren Jupiter-Report, denn damit könnt ihr euch schlau machen, welche Kräfte Jupiter aktuell in eurem persönlichen Horoskop entfaltet. Das betrifft die Karriere, eure Beziehungen und auch eure Finanzen. Bringt Jupiter euch Glück oder müsst ihr jetzt auf der Hut sein? Enthalten ist auch das einzigartige Finanzranking von Ray Merriman, einem der weltweit führenden Finanzastrologen. Jetzt mit 20% Sommerrabatt. Gutscheincode ist Sommer248. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes im Podcast. Im August spielt aber nicht nur Jupiter eine Rolle. Auch Chiron, der verwundete Heiler, Schamanin Lilith und die schicksalhaften Mondknoten tragen ihren Teil dazu bei. Und außerdem wird auch noch Merkur rückläufig. Und das erfahrt ihr alles in meinen neuen Wochenhoroskopen. Habt ihr die schon entdeckt? Sonst schaut doch gleich mal nach, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Mit allen wichtigen Daten, wann Planeten die Zeichen wechseln und auch, wie der Mond unsere Gefühlslage beeinflusst. Das hilft euch, nicht nur euer eigenes Horoskop besser zu verstehen, sondern auch, was mit anderen Menschen und auf der Welt so los ist. Das Wochenhoroskop erscheint immer freitags und gilt dann für die folgende Woche ab Montag. Jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Und diesmal könnt ihr mein beliebtestes Produkt, nämlich das individuelle Geburtstagshoroskop, als PDF gewinnen. Um teilzunehmen, braucht ihr nur zwei Dinge. Erstens ein Abo dieses Kanals. Und denkt bitte auch dran, das Glöckchen für die Benachrichtigung zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und zweitens, schreibt mir hier einen netten und konstruktiven Kommentar zu den Sternen. Wie war zum Beispiel die letzte Mars-Challenge für euch? Das würde mich sehr interessieren. Und nun wünsche ich euch viel Glück. Wer gewonnen hat, gebe ich dann im September-Horoskop bekannt. Und hier, tada, ist meine glückliche Gewinnerin aus dem Juli-Gewinnspiel. Aus Anlass der großen Challenge im August, an der auch Saturn beteiligt ist, habe ich schon im letzten Monat vorsorglich einen Saturn-Report verlost. Und das große Saturn-Horoskop geht an Silke Hexana 008. Herzlichen Glückwunsch! Bitte schreib uns eine E-Mail unter service@antonialangsdorf.com mit deinen Geburtsdaten, damit wir dir dein Saturn-Horoskop zusenden können. Und jetzt kann es auch schon losgehen mit den Sternzeichen-Horoskopen. Macht das am besten so, dass ihr euer Sternzeichen anschaut, aber auch noch das Zeichen eures Aszendenten. Und dann lasst das mal auf euch wirken, welche Infos für euch am besten passen. Genauer kann ich das leider bei den Sternzeichen-Horoskopen nicht deuten. Wenn ihr mehr mit eurem Geburtshoroskop arbeiten wollt und vielleicht auch Gleichgesinnte sucht, mit denen ihr euch über euer Horoskop und die Astrologie austauschen könnt, dann empfehle ich euch meine wundervolle ASC-Community. Die ist auch unten in der Videobeschreibung und in den Shownotes verlinkt.
Aber nun kommen wir zu den Sternzeichenhoroskopen und wir beginnen wie immer mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Ich wünsche euch allen gute Erkenntnisse. Hallo, ihr wundervollen Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Im August seid ihr kraftvoll und energiegeladen. Sieht nach einem Aktivurlaub aus oder, falls ihr im August arbeitet, nach einer konstruktiven Zeit. Nur der rückläufige Merkur könnte für etwas Reibung sorgen. Wenn ihr mehr über eure persönlichen Glückstendenzen wissen möchtet, dann ist das hier vielleicht ein guter Tipp für euch. Kennt ihr schon unseren Jupiter-Report? Darin deute ich zusammen mit meinem Mann, dem Finanzastrologen Ray Merriman, eure Glückschancen mit Jupiter. Aber wir verschweigen nicht, dass der kosmische Wohltäter auch seine Schattenseiten hat. Zum Beispiel im August, wenn er sich mit Krieger Mars verbindet. Damit ihr schauen könnt, ob Jupiter für euch persönlich gerade günstig steht oder vielleicht doch ein bisschen heikel und was das auch finanziell für euch bedeutet, gibt's jetzt den Jupiter-Report mit 20% Sommerrabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Kosmos stärkt eure Vitalkräfte und macht Lust, euch zu bewegen, Sport zu treiben und auf Reisen zu gehen. Für euch stehen kürzere Trips, also zum Beispiel eine Städtereise, günstig, wo ihr auch noch etwas lernen und interessante Leute treffen könnt. Der Neumond im Löwen am 4. August lädt euch ein, ein sportliches Ziel zu setzen oder Energie in ein Herzensprojekt zu lenken. Und falls ihr euch ein bisschen Aufregung und Lust in der Liebe wünscht, könnte dieser Wunsch im neuen Mondzyklus auch in Erfüllung gehen. Finanziell raten die Sterne in der ersten Augustwoche zur Vorsicht. Passt lieber auf mit Spontankäufen oder vermeintlichen Urlaubsschnäppchen, die könnten sich nachher als Fehlinvestition erweisen. Gesundheit ist auch ein wichtiges Thema. Ab dem 5. August spürt ihr wahrscheinlich das Bedürfnis, euch etwas Gutes zu tun. Vielleicht lässt sich für euch der Urlaub mit Wellness verbinden. Solltet ihr allerdings mit einem Gesundheitsproblem zu kämpfen haben, könnte es in der Zeit vom 5. bis zum 15. August sein, dass ihr eine falsche Diagnose bekommt. Wenn euch da was komisch vorkommt, holt euch lieber noch eine zweite Meinung ein. Vom 10. bis zum 20. August haben wir einige ungemütliche Konstellationen. Die meisten betreffen aber nicht das Widderzeichen. Ihr müsst dann eher damit rechnen, dass Menschen aus eurem Umfeld unter Druck stehen oder Schwierigkeiten haben und euch kommt dann eventuell die Rolle der Helferin zu. Falls ihr selbst in einem Heilberuf tätig seid, werdet ihr im August wahrscheinlich eine Menge zu tun haben und vielleicht sogar aus dem Urlaub an den Arbeitsplatz zurückgerufen werden. Höhepunkt der Aufregung ist der Vollmond am 19. August im Wassermann. Zu euch steht er günstig und setzt die Themen vom Neumond fort. Abenteuer, Herzensprojekte, sportliche Ziele, eine heiße Affäre. Vielleicht seht ihr schon, wie etwas, was ihr euch zum Neumond vorgenommen hattet, Gestalt annimmt. Dennoch liegt viel kosmische Anspannung in der Luft und Freunde und Herzensmenschen haben vielleicht Probleme. Doch euch fällt bestimmt was ein, was ihr mit ihnen unternehmen könntet, damit sie auf andere Gedanken kommen. In der Liebe ist der Monat rundum prickelnd, besonders für die Singles unter euch. Ihr habt die Möglichkeit zu flirten und euch in ein Liebesabenteuer zu stürzen. Vielleicht eine Urlaubsliebe? Für die Festliierten kann es zu karmischen Begegnungen kommen. Vielleicht habt ihr das Gefühl, jemanden schon lange zu kennen. Oder jemand aus eurer Vergangenheit taucht wieder auf und das bringt lang verschüttete Gefühle an die Oberfläche. Wenn ihr fest liiert seid, kann auch eine Begegnung in eurem Freundeskreis oder eine Frau, die ihr trefft, Bewegung, vielleicht sogar Unruhe in eure Beziehungen bringen. Ich glaube aber nicht, dass ihr da Angst haben müsst, solange ihr ehrlich mit den Gefühlen seid, die dann hochkommen. In der zweiten Monatshälfte stehen heilsame Gespräche und tiefe Erkenntnisse für euch an. Deshalb lasst euch ruhig darauf ein, wenn Begegnungen oder Erlebnisse ein bisschen unter die Haut gehen. Einen richtig guten Finanzaspekt habt ihr in der letzten Augustwoche. Wahrscheinlich eine Möglichkeit, in eurem Beruf oder durch einen Nebenjob ein bisschen extra zu verdienen. Und ab dem 29. August beehrt euch Venus in eurem Partnerhaus und schenkt euch 3 Wochen mit geselligen Gelegenheiten und tollen Flirtmöglichkeiten. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Familie, Urlaub und Herzensprojekte stehen auf der Tagesordnung. Nur für die Geburtstagskinder der letzten Stierwoche reißen die Aufregungen noch nicht ab.
Das schauen wir uns gleich näher an. Falls ihr wissen wollt, inwiefern euch Glücksplanet Jupiter jetzt unterstützen kann, möchte ich euch meine Sommerrabattaktion empfehlen. Kennt ihr schon unseren Jupiter-Report? Darin deute ich zusammen mit meinem Mann, dem Finanzastrologen Ray Merriman, eure Glückschancen mit Jupiter. Aber wir verschweigen nicht, dass der kosmische Wohltäter auch seine Schattenseiten hat. Zum Beispiel im August, wenn er sich mit Krieger Mars verbindet. Damit ihr schauen könnt, ob Jupiter für euch persönlich gerade günstig steht oder vielleicht doch ein bisschen heikel und was das auch finanziell für euch bedeutet, gibt's jetzt den Jupiter-Report mit 20% Sommerrabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ja, meine lieben Stiergeborenen und Stieraszendenten, bei euch kommt es jetzt sehr darauf an, wann ihr Geburtstag habt und wie eure Planeten verteilt sind. Für die meisten von euch entspannt sich die kosmische Lage seit Juli langsam wieder. Wenn ihr allerdings in der letzten Stierwoche Geburtstag habt, könnte es im August einige stressige Phasen für euch geben. Wahrscheinlich braucht ihr mehr Freiraum und seid spontaner als sonst. Vielleicht werft ihr auch mal einen Plan über den Haufen und das könnte zu Problemen mit der Familie oder eurem Schatz führen. Vermutlich geht es dabei um Ferienpläne oder um ein Vorhaben, was mit eurer Wohnsituation zu tun hat. Kritisch sind hier vor allem die Zeiten vom 1. bis zum 4. August und die Tage rund um den Vollmond am 19. August. Für alle Stiere gilt, dass der Löwe-Neumond am 4. August sich gut eignet, um über ein Thema rund um eure Familie oder Wohnsituation zu meditieren und hier ein neues Projekt zu beginnen. Auch eine Anschaffung für euer Zuhause oder ein Hausverkauf könnte anstehen. Beachtet dabei bitte den rückläufigen Merkur, da komme ich gleich noch zu. In der Liebe wird es kuschelig ab dem 5. August. Dann wechselt Venus in die Jungfrau und schenkt euch für 3 Wochen romantische Tendenzen. Für die Singles ist das gut zum Flirten und auch die Festliierten werden ein Bedürfnis verspüren, zu schmusen und schöne Stunden zu zweit zu erleben. Achtet aber darauf, dass es nicht zu Missverständnissen in der Planung kommt, nicht, dass ihr ein schönes Date verpasst. Eure Finanzen solltet ihr gut im Auge behalten. Bis zum 4. August sind die Tendenzen günstig, danach ist Merkur rückläufig vom 5. bis zum 28. August. Da solltet ihr euch zurückhalten mit Spontankäufen, neuen Anlagestrategien oder größeren Anschaffungen. Allerdings habt ihr vom 23. bis 28. August einen guten Gewinnaspekt. Da könntet ihr mal Lotto spielen. Aber passt auf, dass alle Zahlen stimmen. Über die Monatsmitte sind die Konstellationen ziemlich angespannt. Und Höhepunkt der knisternden Phase ist der Vollmond am 19. August im Wassermann. Wundert euch nicht, wenn ihr rund um den Vollmond viel darüber nachdenkt, wie ihr Beruf und Privatleben unter einen Hut bringen wollt. Vielleicht werdet ihr sogar gefragt, ob ihr eine Urlaubsvertretung übernehmen könnt. Falls ihr Urlaub habt, lasst euer Diensthandy lieber ausgeschaltet. Der Vollmond ist auch ungünstig, um Grundsatzdiskussionen zu führen und Grundsatzentscheidungen zu treffen. Viele andere Menschen macht er nämlich auch nervös und da ist es das Beste, sich zu entspannen und Qualitätszeit mit seinen Lieben zu verbringen, wenn irgend möglich. Falls ihr aber das unbedingte Bedürfnis habt, für euch allein zu sein und über Zukunftsfragen nachzudenken, solltet ihr euch dafür auch Zeit nehmen. Kurz danach legt sich die allgemeine Anspannung wieder, wenn die Sonne am 22. August in die sanfte Jungfrau eintritt. Für euch ist die Jungfrausaison immer eine günstige Zeit, die eure Vitalkräfte stärkt und eure Nerven beruhigt. Falls es vorher viel Reibung gegeben haben sollte, werdet ihr feststellen, dass nun wieder vieles rund läuft. Ab dem 29. August bringen die beiden Göttinnen Venus und Lilith frischen Wind in euren Arbeitsplatz. Hier könnte es in den nächsten Wochen um Themen der Gerechtigkeit und Solidarität gehen. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr geselligen Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Der August bringt euch viele Möglichkeiten, euer inneres Bedürfnis nach Lernen und Wissen zu stillen. Aber Achtung, euer Herrscher Merkur wird auch 3 Wochen rückläufig. Und das merkt ihr ja immer besonders stark. Gleich schauen wir uns das näher an, doch vorher möchte ich euch noch eine tolle Möglichkeit vorstellen, mehr über eure Glückstendenzen zu erfahren. Kennt ihr schon unseren Jupiter-Report? Darin deute ich zusammen mit meinem Mann, dem Finanzastrologen Ray Merriman, eure Glückschancen mit Jupiter. Aber wir verschweigen nicht, dass der kosmische Wohltäter auch seine Schattenseiten hat. Zum Beispiel im August, wenn er sich mit Krieger Mars verbindet.
Damit ihr schauen könnt, ob Jupiter für euch persönlich gerade günstig steht oder vielleicht doch ein bisschen heikel und was das auch finanziell für euch bedeutet, gibt's jetzt den Jupiter Report mit 20% Sommerrabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im August fühlt ihr euch grundsätzlich sehr wohl. Ihr seid sicher auf vielen Geburtstagen eingeladen. Löwen und Zwillinge verstehen sich ja sehr gut. Deswegen steht auch der Löwe-Neumond sehr positiv für euch. Und den haben wir gleich am 4. August. Hier könnt ihr euch sehr gut mit eurer Herzenergie verbinden und auch, wenn es darum geht, nette Menschen aus eurem Umfeld zu treffen. Ihr seid auch in sehr kommunikativer Stimmung und habt viel Power. Schreibt euch ein paar Ziele auf, die ihr im nächsten Mondzyklus umsetzen wollt und lauscht in einer Meditation der Stimme eurer inneren Führung. Einen Tag später wird dann euer Herrscher Merkur rückläufig und da solltet ihr bis zum 28. August besonders gut auf eure Art zu reden achten. Es kann gut sein, dass ihr in den 3 Wochen Probleme bei Absprachen und Terminen habt. Schreibt euch am besten alles auf, sonst könnte leicht Chaos entstehen. Ebenfalls am 5. wechselt Liebesgöttin Venus in die sensible Jungfrau und schlägt hier deutlich ruhigere Töne als im lauten Löwen an. Für euch kann es dann in den nächsten Wochen auch mehr um finanzielle Themen gehen als um große romantische Gesten. Gerade in eurer Familie könnte es jetzt ums Geld gehen. Vielleicht kommen auch unerwartete Zahlungen auf euch zu, vielleicht aber auch ein Streit. Gegen Mitte des Monats erwartet euch eine starke Energie, die euch aktiv und abenteuerlustig macht, bei der ihr aber auch aufpassen solltet, euch nicht zu verletzen oder unnötige Risiken einzugehen. Wohltäter Jupiter steht ja jetzt schon eine Weile in eurem Zeichen und wird zwischen dem 10. und dem 20. August einen Spannungsaspekt zu Lehrmeister Saturn bilden. So habt ihr zwar viel Schwung, fühlt euch aber leider auch ausgebremst. Im Job merkt ihr das besonders. Weil ihr zum Beispiel mit einer tollen Idee auf euren Chef zugeht und der findet das zwar super, gleichzeitig kommen aber 5 Argumente, warum das nicht realisierbar ist. Versucht dann die Ruhe zu bewahren und vielleicht nochmal im September auf euren Vorgesetzten zuzugehen. Falls ihr nicht sowieso Urlaub macht, wäre es eine gute Idee, sich über die Monatsmitte ein paar Tage freizunehmen. Damit geht ihr dem größten Ärger am besten aus dem Weg. Der astrologisch spannendste Tag des Monats wird auf jeden Fall der 19. August. Da haben wir den Vollmond im visionären Wassermann und es ist auch sonst kosmisch so einiges geboten. Für euch steht der Vollmond günstig, aber weil die Energie sehr intensiv wird und auch weiterhin dieses Gefühl der Blockade anhält, ist es auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt für ein verlängertes Sommerwochenende oder einen Tag im Homeoffice, wo euch keiner reinreden kann. Die Sonne verlässt dieses Jahr am 22. August den stolzen Löwen und läutet mit ihrem Einzug in die umsichtige Jungfrau den Spätsommer ein. Gleichzeitig haben wir eine sehr heilsame Energie, wenn durch die hitzige Stimmung der letzten Tage etwas in Schieflage gekommen sein sollte. Dann könnt ihr jetzt freundliche Gespräche führen. Mit guten Finanzaspekten und allgemein wieder mehr Schwung klingt der Monat aus. Am 28. läuft auch euer Herrscher wieder direkt, der Merkur, und auch Fortuna ist euch hold, wenn ihr euer Lottoglück mal versuchen wollt. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr gefühlvollen Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Eure Familie und eure Heimat werden im August eine große Rolle spielen und es gibt großes Durchbruchspotenzial, gerade bei schwierigen Familiensituationen oder bei Konflikten in eurem Heim. Gleich schauen wir uns das näher an, doch vorher habe ich noch einen kosmischen Tipp für euch. Kennt ihr schon unseren Jupiter-Report? Darin deute ich zusammen mit meinem Mann, dem Finanzastrologen Ray Merriman, eure Glückschancen mit Jupiter. Aber wir verschweigen nicht, dass der kosmische Wohltäter auch seine Schattenseiten hat. Zum Beispiel im August, wenn er sich mit Krieger Mars verbindet. Damit ihr schauen könnt, ob Jupiter für euch persönlich gerade günstig steht oder vielleicht doch ein bisschen heikel und was das auch finanziell für euch bedeutet, gibt's jetzt den Jupiter Report mit 20% Sommerrabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Monats steht die Sonne in eurem Lebensbereich für euren Selbstwert, aber auch ganz pragmatisch für Geld- und Finanzthemen.
Weil Denker Merkur fast den ganzen Monat über rückläufig ist, genauer gesagt vom 5. bis zum 28. August, solltet ihr in dieser Zeit einen großen Bogen um Geldgeschäfte machen und euch zurückhalten, wenn es um Investitionen und Ausgaben geht. Falls es gar nicht anders geht, legt Käufe in die ersten oder letzten Augusttage. Aber grundsätzlich wäre es sinnvoll, das einfach in den September zu schieben. Ganz grundsätzlich kann es aber schon sinnvoll sein, sich über eure Einstellung zum Geld Gedanken zu machen. Dafür könntet ihr mit dem Neumond im Löwen am 4. August arbeiten. Der aktiviert nämlich euer Geldhaus. Verbindet euch in einer Meditation mit eurer Herzensenergie und prüft ganz ehrlich eure Glaubenssätze rund um euren Selbstwert und das Thema Geld. Könnt ihr euch wohlhabend und ohne finanzielle Sorgen visualisieren? Das wäre auf jeden Fall der erste Schritt in die richtige Richtung. Am 5. August wird dann Merkur rückläufig und so kann es in den nächsten 3 Wochen immer wieder zu dem einen oder anderen Missverständnis kommen. Nehmt es nicht persönlich und achtet selbst darauf, dass ihr klar und verständlich kommuniziert, worum es euch geht. Günstig stehen eure Sterne, um auf kurzen Reisen nette Leute kennenzulernen. Solltet ihr zu Hause bleiben, macht doch eine Grillparty und ladet eure Nachbarn ein. Auch ein Ferienkurs, in dem ihr etwas Spannendes lernt, würde euch Spaß machen. Achtet nur darauf, dass ihr euch alle Termine richtig eintragt. Ein wichtiges Thema für euch hat mit der wilden Göttin Lilith zu tun, denn sie bewegt sich auf die Schicksalsachse des Horoskops zu. Dabei wird euer Familien- und Heimatbereich aktiviert. Gibt es vielleicht Verpflichtungen, die ihr nur erfüllt, um anderen zu gefallen? Oder verspürt ihr ein großes Verlangen, aus bekannten Strukturen auszubrechen und vielleicht eure Heimat zu verlassen? Gerade wenn wir auf den intensiven Vollmond auf der Achse Löwe-Wassermann zugehen, kann es zu einer Heilungskrise in eurer Familie kommen. Vielleicht wird ein lang ignoriertes Thema endlich angesprochen oder jemand fasst den Mut, zu sich zu stehen. Oder ein schwarzes Schaf in der Familie meldet sich. Auf jeden Fall könnten am Abend des 19. August, wenn der Vollmond exakt wird, viele Emotionen ins Fließen kommen und Blockaden können sich auflösen. Vielleicht auch erstmal mit Intensität und Drama. Wenn ihr schamanisch arbeitet oder spirituell veranlagt seid, könnt ihr in diesem Bereich auch viele Antworten finden. Meditationen und Fokus auf eure innere Mitte mit Atemtechniken werden euch auf jeden Fall unterstützen. Die Sterne schicken euch nach dem feurigen Vollmond bald darauf viel Heilungsenergie. Die Sonde wandert am 22. August in die umsichtige Jungfrau und hilft dabei, die Wogen wieder zu glätten und nicht zuletzt auch ganz praktisch und bodenständig an die Arbeit zu gehen. Euch fällt es dann auch wieder leichter, eure Gedanken in Worte zu fassen und Heilenergie fließt in euch und durch euch hindurch. Zum Monatsende wechselt Liebesgöttin Venus in euren Heimatbereich und steht dann besonders kraftvoll. Vielleicht mögt ihr dann euer Heim schön dekorieren oder euch etwas Hübsches für euer Zuhause anschaffen. Götterbote Merkur läuft dann auch wieder direkt und nach einem heißen Monat können wir uns dann auf einen ruhigeren September freuen. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr strahlenden Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im August Geburtstag habt. Euch erwartet nicht nur euer persönlicher Neumond des Jahres, auch ein imposanter Vollmond steht an, bei dem Drama, Liebe und Leidenschaft für euch sprühen wie ein Geburtstagsfeuerwerk. Bevor wir uns das genauer ansehen, habe ich noch einen Tipp für euch und das wäre auch ein tolles Geburtstagsgeschenk. Kennt ihr schon unseren Jupiter-Report? Darin deute ich zusammen mit meinem Mann, dem Finanzastrologen Ray Merriman, eure Glückschancen mit Jupiter. Aber wir verschweigen nicht, dass der kosmische Wohltäter auch seine Schattenseiten hat. Zum Beispiel im August, wenn er sich mit Krieger Mars verbindet. Damit ihr schauen könnt, ob Jupiter für euch persönlich gerade günstig steht oder vielleicht doch ein bisschen heikel und was das auch finanziell für euch bedeutet, gibt's jetzt den Jupiter-Report mit 20% Sommerrabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im August steht die Sonne in eurem Zeichen und das versorgt euch mit Vitalität und Lebensfreude. Gut wäre es für euch, ein paar Tage Urlaub zu nehmen und euch ganz darauf zu konzentrieren, euch selbst und euren Liebsten ein paar schöne Urlaubstage und eine rauschende Geburtstagsparty zu schenken.
Denn im Büro kann es gerade in den ersten Augusttagen hektisch zugehen und im Idealfall bekommt ihr davon gar nichts mit. Achtet nur darauf, Termine, Absprachen und Übergaben sorgsam zu planen, denn Kommunikationsplanet Merkur wird vom 5. bis zum 28. August rückläufig und das kann dann schon mal Verwirrung geben oder ihr seid ein bisschen vergesslicher als sonst. Doch vorher haben wir erstmal den wichtigsten Neumond des Jahres für euch am 4. August in eurem Zeichen. Ihr könnt hier wunderbar die Saat für euer neues Lebensjahr legen. In welchen Bereichen wollt ihr euch weiterentwickeln und in welchen habt ihr schon tolle Erfolge zu feiern? Versucht, den Tag auf jeden Fall für eine Meditation oder ein Ritual zu nutzen. Ihr seid stolze Löwegeborene oder Löwe-Aszendenten und eure Mission ist es, die Welt mit eurem Strahlen zu erfüllen. Falls ihr euch einer Gruppe von Gleichgesinnten anschließen wollt, zum Beispiel um euch astrologisch auszutauschen, dann wäre jetzt ein günstiger Zeitpunkt, weil Glücksplanet Jupiter bei euch im Haus der Netzwerke steht und euch auffordert, euch einer größeren Sache zu widmen. Wenn der August voranschreitet, bauen sich immer mehr Spannungsfelder auf, die sich zum 19. August hin in einem großen kosmischen Gewitter entladen können. Am 19. haben wir nämlich einen fulminanten Vollmond in eurem Partnerhaus Wassermann und wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt, werdet ihr das besonders intensiv spüren. In eurem Arbeitsumfeld, aber auch in eurem Freundeskreis kann es in den Tagen zuvor Spannungen geben, vielleicht weil ihr unerwartet ein Projekt für Kollegen übernehmen sollt oder in eurem Verein aufs Auge gedrückt bekommt, obwohl ihr das gar nicht machen wolltet. Und dann kommt noch der Vollmond in eurem Beziehungsbereich dazu und dann ist es fast egal, ob es sich um eure engsten Freunde oder euren Partner oder Partnerin handelt. Ihr seid vielleicht sowieso schon frustriert und angespannt und dann plötzlich platzt euch der Kragen. Es könnte ein richtiger Drama-Vollmond werden und ich lege euch für alle brenzligen Situationen meine 90-Sekunden-Regel sehr ans Herz. Geht lieber mal kurz aus dem Raum und kühlt euch ab, bevor ihr Dinge sagt, die ihr nachher bereut. Nachdem das kosmische Gewitter abgeklungen ist, reinigt sich die Luft aber auch ziemlich schnell wieder und eine heilsame und versöhnliche Energie zieht ein. Aber vielleicht konntet ihr euch auch endlich was von der Seele reden, was euch schon lange vor der Brust lag und wo ihr euch nicht getraut habt, es auszusprechen. Die Sonne verlässt euch dieses Jahr am 22. August und wandert um genau 16.55 Uhr weiter in die gefühlvolle Jungfrau. Ab dem 29. August schenkt euch Venus 3 Wochen mit besonders schönen Liebestendenzen und Merkur läuft dann auch wieder direkt. Das ist wunderbar für liebevolle und klärende Gespräche und falls es wirklich gekracht haben sollte, könnt ihr euch wieder versöhnen und habt einen schönen Monatsausklang. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr feinsinnigen Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im August Geburtstag habt. Ihr bekommt Besuch von Liebesgöttin Venus und dürft euch auf eine charmante und sinnliche Phase in eurem Leben freuen. Bevor wir uns das näher anschauen, wie läuft es denn im Job so bei euch? Glücksplanet Jupiter wandert ja durch euren Karrierebereich und falls ihr darüber mehr wissen wollt, dann habe ich hier noch einen spannenden Tipp. Kennt ihr schon unseren Jupiter-Report? Darin deute ich zusammen mit meinem Mann, dem Finanzastrologen Ray Merriman, eure Glückschancen mit Jupiter. Aber wir verschweigen nicht, dass der kosmische Wohltäter auch seine Schattenseiten hat. Zum Beispiel im August, wenn er sich mit Krieger Mars verbindet. Damit ihr schauen könnt, ob Jupiter für euch persönlich gerade günstig steht oder vielleicht doch ein bisschen heikel und was das auch finanziell für euch bedeutet, gibt's jetzt den Jupiter-Report mit 20% Sommerrabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Mit viel Fokus auf Selbstreflexion und vielleicht auch einem verstärkten Bedürfnis nach Rückzug startet ihr in den neuen Monat. Falls ihr schon immer mal ein Solo-Wochenende machen wolltet, dann würde sich die Zeit um den 4. August dafür anbieten. Da haben wir nämlich den Neumond im Löwen und diese Konstellation kann euren Kanal zum Universum verstärken. In einer Meditation könnt ihr über euer vergangenes Lebensjahr reflektieren. Ideal wäre auch ein Ausflug, zum Beispiel an einen Kraftort oder eine einsame Berghütte. Einen Tag später werdet ihr wahrscheinlich keine Zeit mehr für die Innenschau haben, denn am 5. August passieren gleich mehrere Dinge, die für euch super wichtig sind.
Erstmal wird euer Herrscher Merkur rückläufig und zwar bis zum 28. August. Und das spürt ihr ja immer besonders stark. Es könnten unerwartete Blockaden bei anstehenden Projekten aufkommen oder Details fehlen oder die Technik versagt. Seid die nächsten 3 Wochen besonders achtsam in eurem Alltag. Gleichzeitig wechselt Liebesgöttin Venus in euer Zeichen und verleiht euch bis zum Monatsende eine besonders charmante Ausstrahlung. Ihr solltet mit eurem Schatz ein paar großartige Tage verbringen und die sinnliche Stimmung voll auskosten. Und für alle Singles, die auf der Suche sind, ist es ein toller Monat, um auf Dates zu gehen. Übrigens, bei rückläufigem Merkur meldet sich auch gerne mal ein Verflossener, vielleicht zu eurem Geburtstag. Den Monat über gibt es immer wieder Spannungsaspekte in eurem Karrierebereich. Ich hoffe, ihr habt ein paar Tage Urlaub im August und könnt den Sommer genießen. Vom 10. bis zum 19. August baut sich ein großes kosmisches Spannungsfeld auf, das sich bei euch vor allem im Karrierebereich und in euren Beziehungen abspielt. Gleichzeitig haben wir am 19. den Vollmond im Wassermann, was ebenfalls euren Joballtag und euer Berufsleben betrifft. Falls ihr euch in einer schwierigen beruflichen Situation befindet, die vielleicht auch eure Partnerschaft beeinflusst, oder ihr habt Schwierigkeiten mit einem toxischen Chef, dann könnte es jetzt zu einem lange ersehnten Durchbruch kommen. Allerdings wird das wahrscheinlich ein reinigendes Gewitter sein und keine sanfte Brise. Versucht, euch mit Yoga und Meditation im Gleichgewicht zu halten. Es ist aber auch möglich, dass es zu einem Streit mit eurem Schatz wegen der Arbeit kommt. Vielleicht verbringt ihr zu viel Zeit im Büro und euer Liebster fühlt sich vernachlässigt. Weil die ganze Vollmondenergie auf einen Montag fällt, passt auf jeden Fall gut im Berufsverkehr auf. Viele Menschen sind dann fahrig oder sogar aggressiv und das könnte zu Zusammenstößen führen. Nach dem Vollmond können sich dann alle wieder ein bisschen beruhigen. Am 22. August um genau 16.55 Uhr wandert die Sonne dieses Jahr in euer Zeichen und eure Saison beginnt. Dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Der Rest des Monats steht dann ganz unter dem Motto der Heilung und Fürsorge, sowohl für euch selbst als auch für andere. Ab dem 28. läuft auch euer Herrscher Merkur wieder direkt und Venus wandert in euer Geldhaus. Da habt ihr dann vielleicht Lust zu investieren oder ein Depot zu eröffnen. Und auch die Sterne für eure anstehende Geburtstagsfeier oder auch zum Lottospielen stehen jetzt richtig günstig. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Im August könnte das Schicksal an die Tür klopfen, zum Beispiel ein Seelenpartner oder eine alte Freundin, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt. Ansonsten genießt ihr die vorteilhafte Energie von Jupiter. Und falls ihr euch genauer darüber informieren möchtet, ob der Wohltäter euch Glück bringt, dann habe ich hier noch einen wichtigen Tipp für euch. Kennt ihr schon unseren Jupiter-Report? Darin deute ich zusammen mit meinem Mann, dem Finanzastrologen Ray Merriman, eure Glückschancen mit Jupiter. Aber wir verschweigen nicht, dass der kosmische Wohltäter auch seine Schattenseiten hat. Zum Beispiel im August, wenn er sich mit Krieger Mars verbindet. Damit ihr schauen könnt, ob Jupiter für euch persönlich gerade günstig steht oder vielleicht doch ein bisschen heikel und was das auch finanziell für euch bedeutet, gibt's jetzt den Jupiter-Report mit 20% Sommerrabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Liebe, Beziehungen und Freundschaften stehen im August im Fokus der Aufmerksamkeit. Spürt ihr schon die Wirkung von Lilith in eurem Zeichen, zum Beispiel durch einen verstärkten Freiheitsdrang? Oder fühlt ihr euch zu ungewöhnlichen Leuten hingezogen? Seid ihr kompromissloser als sonst oder spürt ihr einen starken kreativen Flow? Arbeitet ihr schamanisch oder versteht ihr euch gerade besonders gut mit Tieren? Schreibt mir das doch gerne mal hier in die Kommentare. Vor allem, wenn ihr frei und ungebunden seid, ist das eine interessante und inspirierende Energie und ihr könnt prickelnde Flirts mit Leuten erleben, die euer Charisma anziehend finden. Ihr habt jetzt auch Spaß daran, euch euren Herzensprojekten zu widmen. Vielleicht begegnet ihr sogar eurem Seelenpartner. Für die liierten Waagen könnte es schwieriger als sonst sein, sich auf die Bedürfnisse ihres Partners einzustellen. Falls der Haussegen wirklich schief hängen sollte, unternehmt doch mal was auf eigene Faust, zum Beispiel mit euren Freundinnen. Vielleicht taucht sogar eine alte Freundin, die ihr lange nicht gesehen habt, wieder in eurem Leben auf und das freut euch sehr. Freundschaften und euer Netzwerk werden auch vom Neumond im Löwen am 4. August gestärkt.
Ihr könnt zum Beispiel darüber meditieren, inwiefern ihr mit eurem Liebespartner auch eine freundschaftliche Ebene habt. Das würde euch dabei sehr unterstützen, Liliths Kräfte der Gerechtigkeit, Fairness und Freiheit besser in eurer Beziehung zu integrieren. Auch Heiler Chiron spielt für viele Waagegeborene eine große Rolle. Er steht ja im Widder in eurem kosmischen Partnerhaus. Falls zum Beispiel euer Partner erkrankt ist und ihr euch um ihn kümmert oder ein Heilungsthema in euren Beziehungen ansteht, könnt ihr hier im August gute Fortschritte machen. Dabei können auch wieder Freundinnen und Freunde eine Rolle spielen. Für die Liebe ist wichtig zu wissen, dass Venus sich ab dem 5. August in euer 12. Haus der Spiritualität zurückzieht. Vielleicht empfindet ihr nun die Liebe mehr geistig und sucht nach spirituellen Wegen der Heilung oder der Kommunikation. Und das ist dann auch gut so. Falls ihr Urlaub habt, begebt euch doch mal an einen spirituellen Kraftort, wenn möglich auch gemeinsam mit eurem Herzensmenschen, um eurer Beziehung etwas Gutes zu tun. Plant allerdings nichts zu Kompliziertes und Aufwendiges, denn Merkur ist ja vom 5. bis 28. August rückläufig. Pläne können sich also ändern und vielleicht gibt es auch das ein oder andere Missverständnis. Lasst deswegen ein bisschen Luft in eurem Kalender, so dass auch im Urlaub, so dass ihr flexibel reagieren könnt. Ihr habt gute Reisesterne. Es könnte aber sein, dass euch etwas Berufliches dazwischen funkt. Über die Monatsmitte haben wir ziemlich angespannte Konstellationen und da solltet ihr gut auf eure Gesundheit achten, wenn es auf den Vollmond am 19. August zugeht. Stressige Situationen oder eine ungewohnte Belastung könnten euch auf den Rücken schlagen. Der Vollmond im Wassermann selbst schenkt euch günstige Energien, aber andere könnten empfindlich oder frustriert sein oder mit widrigen Umständen zu kämpfen haben. Vielleicht müsst ihr euren Freunden oder Herzensmenschen zur Seite stehen, besonders wenn sie Zwillinge, Jungfrau, Schütze oder Fische sind. Ab dem 20. August kommt dann wieder mehr Harmonie auf. Euer Sahnehäubchen zum Schluss. Am 29. wandert Liebesgöttin Venus in euer Zeichen Waage und das ist toll für eure Beziehungen, Spaß mit Freundinnen, Shoppingtouren, Beauty- und Verwöhneinheiten. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr leidenschaftlichen Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Der August wird heiß und transformativ, genauso wie ihr es gern mögt. Beruflich kann es zu Durchbrüchen kommen, aber für euch wird es wichtig sein, euer Temperament im Zaum zu halten. Jupiter beleuchtet ja aktuell wichtige Wertethemen bei euch. Wenn ihr da kosmische Unterstützung braucht, dann habe ich hier noch einen wichtigen Tipp. Kennt ihr schon unseren Jupiter-Report? Darin deute ich zusammen mit meinem Mann, dem Finanzastrologen Ray Merriman, eure Glückschancen mit Jupiter. Aber wir verschweigen nicht, dass der kosmische Wohltäter auch seine Schattenseiten hat. Zum Beispiel im August, wenn er sich mit Krieger Mars verbindet. Damit ihr schauen könnt, ob Jupiter für euch persönlich gerade günstig steht oder vielleicht doch ein bisschen heikel und was das auch finanziell für euch bedeutet, gibt's jetzt den Jupiter-Report mit 20% Sommerrabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Monats seid ihr wahrscheinlich beruflich sehr eingespannt und das kann eurem Schatz ein bisschen auf die Nerven gehen. Statt den Sommer zu genießen, schiebt ihr Überstunden und das kann frustrieren. Der kosmische Urlaubsplaner würde euch auf jeden Fall zu ein paar freien Tagen im August raten, besonders in der zweiten Monatshälfte. Wenn ihr von eurem Karriereweg genervt seid, dann könntet ihr wunderbar mit dem Löwe-Neumond am 4. August arbeiten. Der kann hier nämlich eine Neuerung bringen. Visualisiert eure berufliche Situation, wie ihr sie erleben wollt und überlegt euch, welche Karriereziele ihr eigentlich so habt. Der Neumond kann euch die richtigen Inspirationen schenken. Aber redet nicht gleich drüber, denn einen Tag später wird Merkur rückläufig und bis zum 28. kann es zu Missverständnissen in eurem Job und sozialen Umfeld kommen. Plant Termine und Veranstaltungen besonders sorgfältig. Am gleichen Tag wandert Venus in euren Freundschaftsbereich. Das hilft ein bisschen, Unstimmigkeiten unter Freunden auszugleichen. Im Laufe des Monats bauen sich Spannungsfelder auf, die bei euch Partnerschaften, den Job oder auch den Verein betreffen können. Im Idealfall seid ihr einfach irgendwo am Strand und bekommt davon gar nichts mit.
Aber wenn ihr in der letzten Woche des Skorpionzeichens Geburtstag habt oder den Aszendenten auf 25 bis 29 Grad Skorpion habt, dann spürt ihr wahrscheinlich selbst in fernen Ländern die kosmische Ladung. Am 19. August haben wir dann den Vollmond im visionären Wassermann und ich deute das als reinigendes Gewitter an einem überhitzten Sommertag. Ihr solltet rund um den Tag auf jeden Fall im Job sehr umsichtig und verständnisvoll mit euch selbst und mit anderen Menschen sein oder den Vollmondmontag am besten gleich im Homeoffice verbringen. Vielleicht hat sich in den letzten Wochen einiges an Stress und Frust aufgebaut und der will sich jetzt entladen. Hier kann euch die 90-Sekunden-Regel sehr helfen. Geht in die Selbstreflexion, wenn euch etwas besonders nervt. Da könnt ihr nämlich super was über euch selbst lernen. Mein Tipp wäre, rund um diesen Vollmond keine impulsiven Entscheidungen zu treffen, besonders nicht im Job oder in euren Beziehungen. Auch wenn ihr frustriert seid, schickt die wütende E-Mail vielleicht lieber erstmal nicht ab. Macht am besten einen Termin für Ende des Monats, dann könnt ihr euer Thema mit mehr Abstand und Ruhe besprechen. Denn vorher ist Merkur rückläufig und das jetzt in eurem Karrierebereich. Wenn der Vollmond vorbei ist, legt sich die Spannung wieder. Die Stimmung wird dann pragmatischer und heilsamer, so wie die Luft sich klärt, nachdem es ein Unwetter gegeben hat. Am 22. August wandert dann die Sonne in die hilfsbereite Jungfrau und erinnert euch daran, dass ihr nicht nur arbeiten, sondern auch Zeit für eure Freunde und soziale Aktivitäten erübrigen solltet. Ihr könnt dann auch gut mit Worten arbeiten und wenn ab dem 28. August Merkur wieder direkt läuft, ist das vielleicht auch ein guter Tag, um mal euer Lottoglück zu versuchen. Und falls es im Büro nicht so lief in den letzten Wochen, dann geht jetzt doch mal als Team gemeinsam in den Biergarten. Da kann man oft die besten Gespräche führen. Das waren eure Tendenzen für den August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr optimistischen Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. In der Löwesaison verspürt ihr immer besonders viel Fernweh und Unternehmungslust. Und in der Liebe steht euch der Sinn nach Prickeln und Abenteuer. Und daran ist auch euer Herrscher, Glücksplanet Jupiter, beteiligt. Was das angeht, habe ich jetzt noch einen guten Tipp für euch. Kennt ihr schon unseren Jupiter-Report? Darin deute ich zusammen mit meinem Mann, dem Finanzastrologen Ray Merriman, eure Glückschancen mit Jupiter. Aber wir verschweigen nicht, dass der kosmische Wohltäter auch seine Schattenseiten hat. Zum Beispiel im August, wenn er sich mit Krieger Mars verbindet. Damit ihr schauen könnt, ob Jupiter für euch persönlich gerade günstig steht oder vielleicht doch ein bisschen heikel und was das auch finanziell für euch bedeutet, gibt's jetzt den Jupiter-Report mit 20% Sommerrabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der August bringt euch viel Energie und Lebensfreude. Euer Spieltrieb und euer Abenteuerlust sind geweckt. Und ihr stellt euch viele Fragen nach dem höheren Sinn der Dinge. Zum Neumond im feurigen Löwen direkt am 4. August könnt ihr euch gut mit eurer Herzensenergie verbinden. Euren Horizont zu erweitern und Inspiration in die Welt zu bringen, ist ja eins der wichtigsten Themen für den Ruf eures Herzens. Und damit könnt ihr zu diesem Neumond super arbeiten. Nutzt die ersten Augusttage auf jeden Fall auch für ein schönes Date mit eurem Schatz oder geht auf eine Single-Party, wenn ihr auf der Suche seid. Ihr könnt tolle Leute treffen und vielleicht liegt auch direkt ein Knistern in der Luft. Einen Tag nach dem Neumond, am 5. August, wird Denkplanet Merkur rückläufig. Zwischen dem 5. und dem 28. solltet ihr eure Reisen und Schulungen besonders gründlich planen. Der Tipp der Sterne wäre hier, Puffer in eure Reisezeiten einzuplanen und euch nicht frustrieren zu lassen, wenn ein Transfer ein bisschen länger dauert als erwartet. Mit Gelassenheit gewinnt ihr mehr, als wenn ihr euch aufregt. Es gibt im Laufe des Monats weitere Spannungen. Liebesgöttin Venus ist jetzt in der fleißigen Jungfrau und aktiviert damit den Karrierebereich eures Horoskops. Das ist vor allem für diejenigen unter euch spannend, die nicht den halben Monat im Urlaub sind. Venus geht nämlich auf Spannung zu Krieger Mars, der in eurem Partnerschaftsbereich steht und das kann auf prickelnde Flirts in der Kantine hinweisen. Wenn ihr eine Schwäche für einen Kollegen oder eine Kollegin habt und beide Single seid, dann kann es sehr erotisch knistern. Doch wenn ihr liiert seid und trotzdem fremdflirtet, kann es ein ziemliches Drama geben. Besonders wenn euer Schatz in der letzten Woche der Zeichen Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann Geburtstag hat.
Dann werdet ihr auch die intensive Energie des Vollmonds auf der Achse Löwe-Wassermann ziemlich spüren. Hier brodelt es ganz schön im Kosmos und für euch wäre es wichtig, dass ihr am 19. August, wenn der Vollmond exakt wird, sehr auf eure Worte und die Art, wie ihr kommuniziert, achtet. Egal, ob es da um eure Familie, Partnerschaft oder euren Job geht, am besten ihr seid einfach besonders freundlich, witzig und zuvorkommend. Wenn es wirklich etwas Größeres zu klären gibt, weil euer Partner sich zum Beispiel daran stört, dass ihr so viel arbeitet, dann solltet ihr so ein Gespräch, wenn möglich, verschieben. Am besten bis nach dem 23. Noch besser wäre aber bis nach dem 28. August, denn dann läuft Kommunikationsplanet Merkur wieder direkt. Nach den aufwühlenden Energien zum Vollmond kühlt sich der Kosmos ab, wenn die Sonne am 22. August in die kluge Jungfrau wandert. Für euch ist dann vielleicht die Urlaubszeit wieder vorbei, denn die Sonne aktiviert jetzt euren Karrierebereich. Falls es in den letzten Wochen Spannungen in der Arbeit gab oder Projekte in Schieflage geraten sind, dann lässt sich das jetzt wieder einrenken. Und nun kommen alle Puzzleteile zusammen, die ein neues Gesamtbild ergeben. Die Geduldsproben des Monats liegen dann hinter euch. Und wer sich gerne im Lotto versuchen möchte, der sollte sich den 28. im Kalender anstreichen. Da könnt ihr richtig Glück haben. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr ehrgeizigen Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Ich hoffe, ihr könnt mal ein bisschen locker lassen und Urlaub machen. Wobei, im Büro scheint ganz schön was los zu sein bei euch. Hier steht Glücksplanet Jupiter und winkt mit lukrativen Arbeitsaufträgen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was der Glücksplanet euch persönlich zu bieten hat, dann habe ich hier noch einen Tipp für euch. Kennt ihr schon unseren Jupiter-Report? Darin deute ich zusammen mit meinem Mann, dem Finanzastrologen Ray Merriman, eure Glückschancen mit Jupiter. Aber wir verschweigen nicht, dass der kosmische Wohltäter auch seine Schattenseiten hat. Zum Beispiel im August, wenn er sich mit Krieger Mars verbindet. Damit ihr schauen könnt, ob Jupiter für euch persönlich gerade günstig steht oder vielleicht doch ein bisschen heikel und was das auch finanziell für euch bedeutet, gibt's jetzt den Jupiter-Report mit 20% Sommerrabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Eigentlich stehen für euch im August die Familie und auch eure Urlaubspläne im Vordergrund. Aber da braut sich eine Situation zusammen, die mit eurer Arbeit zu tun hat. Vielleicht müsst ihr zwischen einer Verdienstmöglichkeit und euren Freizeitplänen entscheiden. Oder ihr werdet angefragt, spontan eine Urlaubsvertretung zu übernehmen, für eine Kollegin zum Beispiel. Überlegt euch am besten jetzt schon mal, was euch wichtiger ist. Bei den Festliierten hat nämlich der Partner auch ein Wörtchen mitzureden und der wäre nicht begeistert, wenn ihr trotz Urlaub im Büro verschwindet. Darum könnte es zu Neumond am 4. August im Löwen gehen, denn der aktiviert eure verbindlichen Beziehungen. Vielleicht könnt ihr ihn nutzen, um euch darüber klar zu werden, was wirklich eure Priorität ist. Eure Partnerschaft, die Familie, der Urlaub oder eben doch die Arbeit? Da scheint eine Spannung zu bestehen. Ich kenne nicht wenige Steinböcke, die zwar wie versprochen mit ihren Herzensmenschen in Urlaub fahren, aber eigentlich doch die ganze Zeit an irgendwas weiterarbeiten. Das kann natürlich zu Reibungen führen, und zwar besonders, wenn es auf den Vollmond am 19. August zugeht. Der steht im Wassermann und aktiviert eure Finanz- und Wertethemen. Es könnte sich also bei der Angelegenheit, die euch beschäftigt, auch um eine finanzielle Transaktion handeln. Da kommt jetzt noch dazu, dass zwischen dem 5. und dem 28. August der Merkur rückläufig ist. Das würde dafür sprechen, dass ihr vielleicht doch einfach mal Urlaub nehmen oder auf andere Weise Abstand suchen solltet, um euch anschließend der Sache wieder zu widmen. Denn solange Merkur rückläufig ist, ändern sich Pläne oft oder Beteiligte ändern ihre Meinung, Zusagen werden zurückgezogen. Das wird also ohnehin schwierig, alles unter Kontrolle zu behalten und erst recht, wenn ihr irgendwo im Ausland seid und vielleicht schlechtes Internet habt. Also entspannt euch. Das ist auch deshalb wichtig, weil die Spannungskonstellationen auch eure Gesundheit betreffen können. Von ungewohnten oder sogar riskanten Urlaubssport würde ich euch abraten, vor allem in der Zeit vom 10. bis zum Vollmond am 19. August. Ihr könntet eure Kräfte überschätzen und euch verletzen. Und falls ihr euch einen Kratzer zuzieht oder einen Insektenstich bemerkt, desinfiziert die Stelle sorgfältig und behaltet sie im Auge, denn es besteht eine erhöhte Neigung zu Entzündungen.
Am besten ist maßvoller Ausdauersport in einem gleichmäßigen Tempo, zum Beispiel Wandern oder durch die Natur radeln, wo ihr auch noch von den schönen Ausblicken angeregt werdet. Für die Liebe stehen eure Sterne ab dem 5. August erfreulich, und zwar gerade auch auf Reisen, durch das Erlebnis einer fremden Kultur oder wenn ihr einen Ferienkurs besucht. Und für Singles ist dabei ein Urlaubsflirt drin. Falls ihr in einer netten Gruppe reist, dann könnt ihr Freundschaften schließen, die auch länger halten. Ab dem 22. August legt sich die allgemeine Anspannung wieder und die Jungfrausaison beginnt. Für euch ist das eine sehr günstige Energie und eigentlich sogar die beste Reisezeit, ebenso um euch vorzubilden oder Kulturveranstaltungen zu genießen. Und falls ihr selbst lehrend tätig seid, dürft ihr euch nun auf 4 konstruktive und produktive Wochen freuen. Am 27. und 28. August habt ihr einen tollen Aspekt für einen überraschenden Finanzgewinn. Spielt doch mal Lotto. Und ab dem 29. August belebt die Venus mit ihrer freundlichen Energie euren Karrierebereich. Das ist sehr schön für Meetings oder um neue Projekte vorzustellen. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr einzigartigen Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Wie geht's euch mit Pluto in eurem Zeichen? Merkt ihr, wie ihr mehr Ecken und Kanten entwickelt? Und spürt ihr, dass wichtige Transformationen in eurem Leben passieren? Wie gut, dass jetzt Glücksbringer Jupiter günstig zu euch steht. Und wenn ihr darüber mehr wissen wollt, was er euch persönlich Gutes tun kann, dann habe ich hier noch einen wichtigen Tipp für euch. Kennt ihr schon unseren Jupiter-Report? Darin deute ich zusammen mit meinem Mann, dem Finanzastrologen Ray Merriman, eure Glückschancen mit Jupiter. Aber wir verschweigen nicht, dass der kosmische Wohltäter auch seine Schattenseiten hat. Zum Beispiel im August, wenn er sich mit Krieger Mars verbindet. Damit ihr schauen könnt, ob Jupiter für euch persönlich gerade günstig steht oder vielleicht doch ein bisschen heikel und was das auch finanziell für euch bedeutet, gibt's jetzt den Jupiter-Report mit 20% Sommerrabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der August beginnt für die meisten von euch angenehm aktiv und zugleich entspannt. Also entweder seid ihr gerade im Urlaub und lasst die Seele baumeln oder ihr genießt euren Lieblingssport oder ihr erlebt romantische und lustvolle Zeiten mit eurem Schatz. Wenn ihr Single seid, habt ihr vielleicht gerade Schmetterlinge im Bauch. Auch mehreres davon kann gleichzeitig zutreffen. Falls ihr allerdings in der letzten Wassermannwoche Geburtstag habt, kommen im August einige kosmische Spannungen auf euch zu. Zu Beginn des Monats könnte es Störungen der Familienharmonie geben. Vielleicht lassen sich romantische Pläne nicht mit Familienpflichten unter einen Hut bringen. Versucht, Kompromisse zu finden. Nach dem Neumond am 4. August legt sich die Spannung auch schon wieder. Dieser Neumond im Löwen ist wichtig für eure Beziehungen, deswegen liegt euer Hauptaugenmerk vermutlich auf Partnerschaftsangelegenheiten oder auch einer neuen Romanze, die sich entwickelt. Falls ihr hier Wünsche habt oder Vorhaben, könnt ihr wunderbar darüber meditieren oder ein kleines Ritual allein oder auch mit eurem Schatz zusammen abhalten, das eure Beziehung stärkt. Ein bis dahin unverbindlicher Flirt kann dann im Laufe des Monats sogar ernster werden. Falls ihr mit der Familie in Urlaub seid, dann sorgt dafür, dass ihr auch romantische Zeiten zu zweit habt. Vom 10. bis zum 20. August haben wir eine Phase mit spannungsgeladenen Konstellationen. Bei euch könnte das die Finanzsituation betreffen. Passt auf, dass ihr euer Budget nicht überstrapaziert, zum Beispiel für euer Hobby oder für einen Urlaubsspaß. Achtet auch darauf, dass man euch bei Kaufverträgen nicht übers Ohr haut. Vom 5. bis zum 28. August ist nämlich Merkur rückläufig und bei euch betrifft das Verträge und Verhandlungen. Falls möglich, verschiebt Vertragsabschlüsse oder Unterschriften auf die Zeit danach. Ihr müsst damit rechnen, dass sich Pläne ändern oder Vertragspartner einen Rückzieher machen. Es ist auch keine gute Zeit, um einen Kredit aufzunehmen. Wenn ihr das beachtet, werdet ihr gut durch diese kosmischen Anspannungen kommen, die ihren Höhepunkt zum Wassermann-Vollmond am 19. August haben. Bei euch aktiviert der Vollmond erneut eure Beziehungsfragen. Vielleicht zeichnet sich nun schon ab, ob ein Beziehungswunsch für euch in Erfüllung gehen kann, den ihr zu Neumond abgesendet habt. Wenn ihr allerdings in der letzten Wassermannwoche Geburtstag habt, dann kann es rund um den Vollmond zu Missverständnissen kommen.
Besonders wenn euer Schatz Zwillinge, Jungfrau, Schütze oder Fische ist, könnte es auch Auseinandersetzungen geben, vielleicht sogar einen Streit. Statt Grundsatzdiskussionen zu führen, empfehlen euch die Sterne, euch mit einer schönen gemeinsamen Aktivität abzulenken oder auch die Versöhnung im Bett zu suchen. Das müsste funktionieren. Und das gilt nicht nur für den Vollmond, sondern auch für den Rest des Monats. Keine Angst, falls euer Schatz nochmal ein Thema der letzten Wochen auf den Tisch bringt. In den letzten 10 Tagen des Monats ist hier eine Versöhnung und sogar eine Heilung möglich. Wichtig ist nur, dass ihr nicht innerlich auf Abstand geht, sondern aktiv zuhört. Liebesgöttin Venus belohnt euch ab dem 29. August, dann stärkt sie für 3 Wochen nicht nur eure Beziehungen, sondern bringt auch einen Hauch Abwechslung und Exzentrik in die Liebe, so wie ihr es mögt. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr intuitiven Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Liebevolle Schwingungen liegen für euch in der Luft und der kosmische Fokus richtet sich auf alle wichtigen Menschen in eurem Leben. Sonne und Venus besuchen euer Partnerhaus und beleuchten eure Beziehungen. Das schauen wir uns gleich näher an, doch vorher habe ich noch einen Tipp für alle, denen Jupiter in ihren Familien und ihrem Zuhause Zuwachs und vielleicht auch Trubel beschert. Kennt ihr schon unseren Jupiter-Report? Darin deute ich zusammen mit meinem Mann, dem Finanzastrologen Ray Merriman, eure Glückschancen mit Jupiter. Aber wir verschweigen nicht, dass der kosmische Wohltäter auch seine Schattenseiten hat. Zum Beispiel im August, wenn er sich mit Krieger Mars verbindet. Damit ihr schauen könnt, ob Jupiter für euch persönlich gerade günstig steht oder vielleicht doch ein bisschen heikel und was das auch finanziell für euch bedeutet, gibt's jetzt den Jupiter-Report mit 20% Sommerrabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der August beginnt für euch mit Fokus auf eure täglichen Abläufe und Routinen. Im Idealfall gönnt euch in den ersten Augusttagen noch eine Schönheitsbehandlung oder einen Friseurbesuch. Bis zum 5. erzielt ihr hier besonders schöne Ergebnisse. Auch für eine Fasten- oder Saftkur sind das günstige Tage. Der Neumond im leidenschaftlichen Löwen am 4. August gibt euch nämlich die notwendige Power, falls ihr euch noch für den Strand fit machen wollt oder auch um einen Arzttermin endlich wahrzunehmen, den ihr schon länger vor euch herschiebt. Auch um zum Beispiel früh morgens in die Natur zu gehen und bei Anbruch des Tages zu meditieren, hättet ihr jetzt genug Power und Willenskraft. Die solltet ihr auch nutzen, denn die nächsten 2 Wochen können sehr intensiv für euch werden. Am 5. August betritt Venus euer Partnerhaus und gleichzeitig wird Kommunikationsplanet Merkur rückläufig. Bis Ende des Monats könnte es dann schneller zu Missverständnissen bei Absprachen und Terminen kommen. Neue und riskante Sportarten oder ungewohnte Belastungen solltet ihr vermeiden, denn zwischen dem 10. und dem 20. August ist die Verletzungsgefahr erhöht. Auch gilt es, achtsam mit euch selbst und euren Liebsten zu sein. Den ganzen Monat über kann es nämlich zu Problemen bei Absprachen kommen. Die Männer in eurem Heim könnten euch jetzt besonders herausfordern. Vielleicht wollt ihr mit eurem Schatz endlich mal wieder ein romantisches Wochenende verbringen und dann schießen eure Söhne quer und bringen das Vorhaben zum Wanken. Oder ihr habt ein schönes Essen mit eurer besten Freundin geplant und eure Männer veranstalten zu Hause das blanke Chaos. Versucht, nicht die Nerven zu verlieren und arbeitet gerne mit der 90-Sekunden-Regel. Falls ihr die noch nicht kennt, in der Videobeschreibung habe ich die verlinkt. Diese goldene Regel kann euch zum Vollmond am 19. August helfen, in eurer Mitte zu bleiben. An diesem Tag haben wir nämlich den Höhepunkt der kosmischen Spannungen. Vielleicht reicht es euch dann komplett und ihr packt euer Rad und fahrt alleine in den Wald. Aber passt auf, dass euch dann nicht ein Gewitter überrascht. Versucht, in einer Vollmondmeditation hinter den Frust zu schauen, um herauszufinden, ob hier vielleicht ein tiefergehendes Thema liegt, das angeschaut werden will. Ab dem 20. August wird es langsam wieder leichter. Die Energien kommen ins Fließen und wenn die Sonne am 22. in die sanfte Jungfrau wandert, dann sind Stress und Frust der letzten Tage bald vergessen. Und ihr wisst Ende des Monats vielleicht schon gar nicht mehr, warum ihr euch überhaupt so aufgeregt hattet. Euch erwartet dann eine romantische und sinnliche Phase, egal ob Single oder vergeben. Eine Date Night zwischen dem 22. und dem 29. August muss auf dem Pflichtprogramm stehen.
Die nächsten 4 Wochen sind aber auch günstig, um wichtige Gespräche mit Vorgesetzten oder Kunden zu führen. Zum Beispiel wegen Gehaltsverhandlungen oder neuer Projektakquise. Gleichzeitig haben wir sehr schöne Heilenergien, die ihr wundervoll in eurem Alltag nutzen könnt. Zum Beispiel, um gesunde Rituale in eure Morgenroutine zu integrieren. Auch für Affirmationen ist das eine tolle Zeit. Finanziell ist euch nun sogar Fortuna hold. Versucht doch in den letzten 3 Augusttagen mal euer Lottoglück. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im August. Gerne begleite ich euch weiter mit den wöchentlichen Horoskopen im August. Da könnt ihr euch jeweils nochmal informieren, wann wichtige Energiewechsel passieren und wann wir besondere Konstellationen haben. Im Gewinnspiel verlose ich ein Geburtshoroskop. Um teilzunehmen, müsst ihr Abonnentin oder Abonnent sein und denkt auch bitte dran, das Glöckchen für die Benachrichtigung zu aktivieren. Das hat auch den Vorteil, dass ihr kein Video und keinen Livestream mehr verpasst. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Schaut doch auch noch mal in das Video über Lilith in der Waage und gerne auch in mein Special über Jupiter in den Zwillingen. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.